Hallo zurück, du The Forest. Oder The Laboratory, wie ich vorhin schon erwähnt habe bei der letzten genau, Folge. Genau, wir haben jetzt diesen Boss hier besiegt. Und jetzt haben wir hier dieses Kind gefunden. Aus diesem Kind ist ja dieser Mutant rausgewachsen, sag ich mal. Nee, warte, bleib mal ganz kurz ruhig, ich mach immer das Kind im. Der Mund voll Blut, die Welt sieht voll ekelhaft aus. Die glänzt so krass. Die ist in so einer Folie drin. Irgendwie. Ach so, okay. Genau, wir haben ja in der vorletzten Folge unseren Sohn da raus und da angeschlossen. Nicht, dass aus unserem Sohn auch noch so ein Mutant wird. Aber komm, hau rein, jetzt geht's genau, los, jetzt hat's geheißen, jetzt brauchen wir ein neues Opfer und jetzt ist höchste rein. Rein mit dem Ding. Live, sample, required. Da wird alles rot hier. Wie es ausgeschaut hat, wie ich das reingetan habe. Passiert nichts. Okay. Live Sample. Oh, es muss lebendig sein. Müssen was Lebendiges finden. Aber die Karte. Jetzt kommen wir zum zweiten Ding da. Okay. Der Rücken von dem Kind ist irgendwie voll zugenäht. Oh Gott. Was? Schau dir mal den Rücken, das Rücken. Bin voll aufgeschnitten irgendwie. Jo, gut, das kann aber auch nur die Folie sein. Nee, bin mir nicht sicher. Zum zweiten Artefakt. Alter. Na gut, hast du aufgemacht. Hätte ich nicht, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass wir noch in der Alpha die Story zu Ende spielen können. Ich meine, es ist zwar jetzt mega geil, ich find's Hammer, aber kann es vielleicht nicht sein, dass wenn sie das Spiel wirklich zu Ende entwickeln, dass es vielleicht... Ja, warte, ich schau mal ganz kurz, ob man da weiterkommt. Sieht aber nicht so aus. Nee. Okay. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen dann das Gefühl, dass vielleicht. Feuerzeug nicht auch noch jetzt. Dass vielleicht, na, ich wenn die Vollversion Angst, raus ist, dass dann kein Mensch mehr spielt, weißt du, dass es dann einfach, oh, die Story ist zu Ende, passt. Dass die einfach. Ja, vielleicht ist es ja gar nicht dann zu Ende. Vielleicht ist er dann irgendwo, muss uns ja mal ein Cliffhanger, wo das heißt, so jetzt. Wir sind wieder in der Höhle. Ah, ne, noch nicht ganz. Akkuschrauber. Die aufmachen irgendwo. Aufmachen jetzt Akkuschrauber. Für was haben die hier Akkuschrauber gebraucht? Vielleicht. Hey! Ach, man kann hier. Hä? Was? Hä? Hä, was ist. Ach so, das ist hier, kann man nicht klettern. Pass auf. Kletter, kletter, kletter. Warte mal, ich tu mir den Weg schnell runterwerfen. So. Mit einer Hand mit Feuerzeug dann klettern. Ja, das ist ein Profi. Okay, okay. Der kann alles, der kann. Ja, ja, der nichts. Ist gut so. E? Hoffe? Ist ja gut. So. Hey, wie weit geht's denn hier noch runter? Achso. Na, so geht's gar nicht runter. Ich nehme meine Waffe wieder in die Hand. Okay, jetzt sind wir wirklich was hier, wenn ich hier sind? Okay. Ich würde halt so gerne den Generator irgendwie mitnehmen können. Ach, hier sind wieder zwei Flaschen. Nice. Ich nehme einfach mit, so, ich nehme den jetzt mit. Luftflaschen. Was nimmst du mit? Generator, scheiße, jetzt bleib ich hängen, jetzt kann ich das nicht Generator? Mehr mitnehmen. Was Generator? Welche Generator? Welche Flaschen? Wo sind die Luftflaschen? Hier waren Luftflaschen. Da. Ah ja, sehr cool. Scheiße, ich. Was? Ich kann den gar nicht mitnehmen. Equip. Tschüss. Und nochmal Equip. So. Dann habe ich die jetzt auch alle hergenommen. Bin wieder startklar. Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich hinspringen soll. Tschüss. Mach Generator. Alter, selbst wenn wir was Lebendiges finden, wir können es doch nicht so ewig lang hier durch, oder? Das ist doch gar nicht machbar, oder? Das ist... Ey, haben wir da irgendwie so einen Anzug an? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie Handschuhe anhab. Oder sowas. Sieht das aus? Nee, keine Ahnung. Bei mir ist es so, als hätte ich jetzt so einen Anzug an. Irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin... Ja, meine Hände sind in so einem schwarzen Leder jetzt. Wie die Generator einfach schwimmen, ne? So schwerelos und nicht nach unten fallen. Schwerelos. So. Jetzt pass auf. Ich glaube, da oben ist. Ah ja, hier ist wieder die Höhle. Ach, hier ist wieder so eine Tür. Da ist so eine Tür. Ah, ich glaube, aber es ist jetzt noch nicht zu Ende. Ich glaube, jetzt. Ich weiß ja nicht. Kommen wir wieder irgendwie raus und dann. Was To-Do-Liste? Schauen wir mal ganz kurz To-Do-Liste. Sollen wir da was drauf tun? Find Life Sacrifice. Okay. Ja, tu irgendwas drauf. Das kann man normalerweise wieder runter tun, aber vielleicht haben sie es auch gefixt. Tu mal meinen Speer drauf. Ja. Man kommt, kriegt es nicht. Hast du noch mal einen Speer? Ah, das sind Steine. Ich weiß nicht, was ist das für ein Stein?
Ja, mit dem Stein geht's auch. Oh nein, ich habe meine Waffe drauf getan. Nein! Ah, ich kann meine Waffe wieder nehmen. Okay, ganz klar. Ja, das reicht doch, oder? Nee, ein Stein geht noch. So. Ein Stein geht noch. Ja! Kann es vielleicht sein, dass die verbrannten Menschen hier. Ist ja gut, oder? Kimmst du jetzt? Ich mag meinen Speer da wieder, was das. Scheiße auf den Kackspeer, Mann. Ich hab ihn. So. Oh, ich hab deinen Speer auch. Wollte ich gar nicht. Was ist das? Tot. Ach, hier ist wieder was. Kann es vielleicht sein, dass die ganzen verbrannten Menschen hier, die so da liegen, ne? Also die da. Dass das vielleicht die Laboranten sind? Kann es sein, dass die. Hat der gerade gefressen oder haben die gekuschelt? Ne, ich glaube, die haben alle, sie haben sich in Schutz genommen. Gucken, wenn du dir den anschaust zum Beispiel, ne? Das ist, als hätte die irgendwas geblendet und da irgendwas, so wie als wäre hier Feuer gewesen oder was weiß ich oder so. Kann es sein, dass hier ziemlich weit runter geht und kein Wasser. Oh, das ist Wasser hier. Nee, hier ist noch kein Wasser, da geht's tief runter. Guck mal, die waren alle so schockiert. Irgendwas kam aus dem Loch hier raus. Das waren 100 pro die Labormitarbeiter. Ah, hier ist ein Zell. Was ist hier? Geh einfach beim Zell vorbei. Wieso ist jetzt die Fackel aus? Ach, hier ist nix. Alter, ich hab Hunger und kein Ding mehr, nichts. Oh, hier geht's ganz schön weit. Hey, Mann, ich muss mal was essen. Essen. Hey, wo bin ich denn hier? Hey, wo gehst du lang? Wolltest du hier? Alter, wie weit geht's denn hier? Leitung. Ich dachte, das ist gleich wieder zu Ende hier. Wieder Licht. Aber ich hätte vielleicht noch erstmal runtergeschaut. Geht's? Ja, hier ist eh Ende, oder? Oh, ja. Nee, doch nicht. Nee, da geht's weiter. Dann müssen wir runterschauen. Komm, schauen wir erstmal runter. Ja, schauen wir erstmal runter. Mann, ich muss mal so ein Energieding futtern. Deine Energie geht aber echt ganz schön schnell runter. Ja, irgendwie schon. Jedes Mal wieder. Also aus, hast du die Menschenfleisch gegessen? Nein. Aber ich sprinte halt durchgehend recht. Ich auch. So, runter mit uns. Ach, ich hab das Ding noch an zum Tauchen. Sehe ich gerade. Geht ganz schön. Oh ne, ich wollte gerade sagen, geht ganz schön tief runter, aber dabei war es gar nicht so tief. Hier ist nothing. Nichts. Ah, das wird so angeleuchtet. Nö. Komm, wir tauchen mal. Nö, nichts. Hallo. Hier ist irgendwie nichts, ne? Nee, hier ist nichts. Nichts. Gar nicht. Bin ich jetzt zum. Irgendwie rotes Licht oder so. Das sind aber wieder die ganzen Dinger, Vielleicht gehört das zum Artefakt. Vielleicht ist es wirklich irgendwie was von. Anderen Planeten oder irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil zum Beispiel bei den Alien-Filmen oder so. Haben sie es ja auch nicht erstmal so gecheckt, dass das so. Das war auch so wie in der Höhle, aber doch irgendwie war das ein Raumschiff, ne? Das war so. Ja, ja. Na, Alter, jetzt ist. Wo ist die Seil hin? Ach, da. Gehen wir wieder hoch. Vielleicht nur, wenn man so wieder runterfällt, weißt du? Wieder so ein. Ja. Na gut, ich glaube, da würde man sterben, wenn man hier runterfällt. Kommt auf an, wie man sich anstellt. So. Oh Mann, ich muss was trinken und essen. Ja, ich hab. Soda und Snacks. So. Es wäre vielleicht langsam gar nicht mehr so blöd, mal langsam wieder rauszukommen, weil Snacks sind bald alle bei mir. Ich habe noch. Gut, nur wieder Snacks. Ja, oder gut, ich habe 6 Snacks noch, aber man braucht nur so 2 oder 3. Ich habe nur noch 1. Ich würde mal wieder ein bisschen bauen irgendwie. Jetzt haben wir so viele Folgen hintereinander als Höhlen und Story gemacht. Ja. Aber ich glaube, wir kommen jetzt auch langsam raus. Oh, guck, da ist ein Spalt. Okay, nee, da komm nicht raus. Doch, ich komme noch raus. In der nächsten Höhle, also ich habe es halt. Ich dachte, an die frische Luft kommen wir jetzt vielleicht. Ah, okay, ja, super. Wieder ein Zucker. Okay. Heißt also, es geht jetzt vielleicht weiter?
Oder wir kommen jetzt wieder raus. Und da sind zwei Köpfe. Da ist immer noch das Aquarium. Aber das sind wieder die normalen Menschen, ne? Mit Gliedmaßen. Ah ja. Mit. Das sind vielleicht jetzt die Labortypis. Alter, was ist mit denen denn passiert, ey? Voll gegen die Wand. Sind die explodiert oder sowas? Quatsch. Ich weiß ja nicht. Haben die ihre Innereien vielleicht irgendwie verloren oder sowas? Also, da hat die Bedeutung, ich würde am liebsten gegen die Wand klatschen, eine ganz andere. So, oder collected, ich mache meine Söder. Ich glaube, da war jemand, ne? Der hat es wörtlich genommen. Alter, so viele Leute hier, das ist ja krass, wie viele Leichen und. Aber wieso sind hier so einzelne Köpfe und so? Das ist. Ach, kommt mir hier rein? Ah ja. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Echt riesig hier, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es hier so riesig ist. Hätte ich auch nicht gedacht. So komplex und so, ich dachte, das ist halt so. Ja gut, das glaube ich aber waren die. Warte, ich setze mich mal da drauf. Richtig schön auf die Köpfe. Guck mal hier auch mal. Oh ja. Das hier ist der riecht ja am Arsch. Wie du sagst, der riecht ja richtig am Arsch an den Hintern zum. Okay, dann gehen wir mal da raus. Und oh, Alter, jetzt bist du rausgegangen und ich habe dich gesehen und dachte. Da waren wir schon. Da waren wir schon drin, ne? Gut, dann gehen wir erstmal rechts rein. Über die Köpfe und so das trinken. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Also mit dem Akkuschrauber in. Nee, das ist echt. Also. Ja, aus dem Mund kommt auch noch was aus. Ja, puh, also das Spiel ist echt ziemlich brutal eigentlich. Jetzt weiß ich auch, wieso. Da hat. Auf Steam ist es, glaube ich, ab 16, oder? Da hat die Bedeutung von dem Werkzeug, ne? Der Maulschlüssel hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Oh, geh jetzt auf. Ich bin eingesperrt. Ah, doch nicht. Jetzt müssen wir in die Höhle rein. Aber jetzt aber. Ja, komm schon jetzt. So weit können wir doch nicht so ein lebendiges Kind dann schleppen, oder? Hey, Flair oder sowas? Ach, Flair. Ja, Flairs waren es. Normal. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Sehr gut. Ja, die Flares würde ich jetzt echt nur gegen große Gruppen hernehmen oder gegen so einen Mutanten. Oh, hier geht's wieder runter. Diese Richtung. Und da ist ein Fahrstuhl. Oder irgendeine Tür. Und oder das so. Ist jetzt verbuggt, das kommt nicht mehr raus. Alter, wenn hier was verbuggt wäre. Boah, ja. Das wäre ekelhaft. Boah. Ja, komm schon. Mäp. Ja, der will immer einen Zeitloop machen, ne? Ja, immer einen Zeitloop. Dramatisch, ja. Immer schon dramatisch langsam. Ich hör Wind. Nee, das ist Aufzuggeräusch. Okay. Wenn du meinst. Sieht so bekloppt aus, eigentlich, dieses Atem. Wollen wir mal die Notizen alle anschauen, die wir jetzt haben hier. Oh Gott sei Dank, wo standen die Scheiße? Oh, wir sind da. Alter, das ist hier. Ah, wir sind in der Schneewelt. Weißt du, was jetzt scheiße ist? Du wir haben Scheiße. Keine. Wir sind ganz oben auf dem Berg! Ja, ich merk's. Ich glaube nicht, dass wir hier raus müssen. Oh fuck, wenn wir jetzt von diesem Berg jetzt wieder runter müssen oder nee, so. Nee, glaube ich nicht. Wir haben halt überhaupt keine Schneeschuhe und das sieht man aber auch von unten nicht, ne? Dass hier so ein Ding ist. Ja. Haben sie wahrscheinlich recht. Das sieht so geil aus. Das ist so eine Riesenstation hier. Weil von hier aus sieht man ja den Wald. Alter, schau mal da oben, wie dann die. Alter, guck mal, Schnee. Sieht man richtig, wie das drauf fällt. Ja. Das sieht richtig geil aus. Alter, das ist doch. Und ich glaube. Alter, das sieht so fett aus. Und was das ist das, Mann? So aus, als wäre das verformt irgendwie. Ja, dachte ich mir auch schon. So, das ist von. Ah, schau mal oben. Schau mal oben. Was ist das? Oh Gott. Das ist vielleicht das zweite Artefakt. So, ja. Sieht aus wie ein Raumschiff, ehrlich gesagt. Ja. Achso, hier ist Ende, Schluss. Activate? Soll ich es aktivieren? Natürlich! Wir müssen es zu zweit machen. Warte mal kurz, noch nicht machen, noch nicht. Echt, das müssen wir zu zweit machen? Ja, ich muss dann warten. Ne, hier ist wirklich nichts. Wir könnten jetzt wieder fies sein und 5 Minuten früher aufhören.
Ja gut, 14 Minuten ist schon wenig, ne? Ja gut, jetzt sind wir bei 15 Minuten, wie letzte Folge. Activate. Sommer. Activate. Ach, guck mal, das ist ein Radar. Da sieht man ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug, ja. Toll, das lassen wir den auch abstürzen, oder wie? Komm, lassen wir ihn abstürzen, komm. Okay. Do it. Hast du auch so eine Animation? Ja, du auch. Ja. So dass die ganze sich umschaut. Nicht, dass wir jetzt gerettet werden. Und jetzt Activated drückt. Jetzt drückt er Activated, ja. Ne? Und? Komm schon. Nein, überlegt. Doch nicht. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch. Und? Doch, komm schon. Komm schon, ja. Ist das vielleicht so ein EMP oder so? Ja. Also. Jetzt machst du. Mitten ist das Flugzeug fliegt nicht uns vorbei und macht. Ja, Abschluss. Da hat man schon irgendwas gehört. Ja. Da hört man ein Flugzeug. Ja. Yes. Ist so ja schlecht. Ich dachte, es rettet uns vielleicht, aber irgendwie. Tja. Jetzt wissen wir, wie wir abgestürzt sind. Ja. Aber ich glaube, das Flugzeug war jetzt größer als unseres. Toll, jetzt könnten wir aber vielleicht ein paar Mitbewohner haben. One year later. Dein oh. Ernst? Was? Ein Jahr später. Was ist jetzt in dem Jahr passiert? Was? My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. Hey, this was cool. Bei mir redet der, aber sagt nichts. Ja. Was? It's a Duran Show. Was zum Teufel? Ich glaube, wir haben jetzt den anderen Modus freigeschalten. Ja. Forest. Das war Sea Forest. Das war's, ja. Ja, ich bin im Menü. Ich auch. Das war's jetzt. Wir sind über 20 Minuten. Ja. Also gleich ich angelangt. Ich weiß nicht, wollen wir denn jetzt nochmal eine Folge machen? Aber vielleicht keine 20 Minuten, vielleicht nochmal drüber reden, wie wir jetzt weitermachen. Oder wollen wir jetzt nur mal kurz ein bisschen länger machen, die Folge? Weil irgendwie bin ich gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte es eigentlich nicht durchspielen, das Spiel. Ja, durchspielen wollte ich schon irgendwann mal, aber nicht jetzt. Ja, aber das war jetzt so, das war jetzt zu viel, das war jetzt irgendwie so alles auf einmal. Ja, das war jetzt echt gerade ziemlich viel. Das ging jetzt so schnell gerade, vorhin waren wir noch auf Erkundungstour, Höhlen und so und dann Story, Ende. Boah, aber die ganzen Höhlen und so, die wollte ich eigentlich nochmal erkunden. Ich wollte ja noch weiterbauen, unser Haus und so. Also.
Ja, ich würde auch noch gerne mal. Also, ich meine, Speicherplatz ist ja, glaube ich, in der Höhle, ne? Das letzte Ja, wir Mal. haben vor der Tür gespeichert. Und wie machen wir es denn jetzt? Also, wenn du jetzt Laden wir das jetzt nochmal und wollen wir das nochmal ein bisschen weiterbauen, weiterbauen, unser Haus hätte und ich so? fast gesagt, ja. Also, ich wäre Weil. dafür, dass wir dort laden und dort dann wieder Ja, zurücklaufen, weil wir wissen hochlaufen, jetzt, wie das weiterbauen. Spiel ausgeht. Schön und gut. Aber ich glaube einfach, weil ich habe jetzt einfach Lust, noch weiterzumachen. Die Ja, ich anderen auch. Höhlen und so, weil ich habe jetzt keine Lust, ein neues Spiel anzufangen irgendwie. Ich Weil auch nicht. wir haben jetzt gerade alles wieder gefunden, die Flare Gun und die Karte und so und jetzt. Das war es einfach viel zu schnell für mich. Ja, das Muss es war erst verarbeiten. so, wow, überraschend. So, ja, Ja. verarbeiten, das ist ein gutes Wort. Erstmal alles verarbeiten und ja, Man wir muss haben uns gerade sagen, angefangen, unser Hausboot zu bauen und so. Nee, ich würde schon gerne noch ich auch. Also paar Tage überleben, doch. nehmt uns nicht übel, aber wir wollen jetzt echt gern nochmal neu laden und weitermachen. Ja. Mit dem Bauen und so. Ja, wäre ich Ja. dafür, dass wir es so machen. Aber für Ja. die Folge könnte man fast sagen, auf Wiedersehen, oder? Und Ja. Falls dann ihr irgendwelche eben. Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn das Ja. Spiel fertig ist, wird das Ende wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen noch. Vielleicht, ja. Ich Weil ich hoffe es glaube, da wird noch eigentlich. was dazukommen, weil es war ein bisschen unlogisch. Ein Jahr später, Flugzeugschütz ab, ein Jahr später, Das habe ich auch Ja. nicht ganz verstanden. Wieso Also wir ich lassen ein Flugzeug abstürzen? Also ich habe schon das Gefühl, dass da nochmal ein bisschen was nachkommt. Also es ist schon ein ziemlicher Cliffhanger irgendwie. Ja, Ein Jahr später, was wundert man sich heißt bei so einer Cliffhanger? Show. Ich fand das ein bisschen merkwürdig. Du hattest das null Erklärung, was da passiert ist. Dann, okay, das muss das ja auch nicht unbedingt haben, ne? Ja. Aber du aktivierst die Waffe, so ein EMP-Strahl oder was weiß ich, so eine Alien-Waffe anscheinend, ne? Ja. Und dann stürzt ein anderes Flugzeug ab. Und dann ein Ein Jahr Jahr später. später bist du plötzlich wieder eine Zivilisation. Das ergibt ja überhaupt gar Also keinen ich kann Sinn. mir vorstellen, da kommt noch was. Also ich glaube, das ist halt Ich das hoff's. Early Access Ende. Aber ich glaube, im fertigen Spiel, da Ich müssen hoff's. sie noch Ich irgendwas wäre sogar, nachliefern. also ich wäre sogar froh, wenn es ein komplett anderes Ende hätte. Also wenn das jetzt nur für die Early Access Version ein Ende ist vielleicht und das Ende Ja. vielleicht sogar eine Vollversion, wenn die jetzt noch ein Ende schreiben, das wäre mega nice. Weil das Das Ende, wäre das cool, stellt ja. mich nicht richtig zufrieden. Du kommst und okay, Mich. du kommst und so in ein Labor rein, es ist alles modern und so und dann ja, lässt du ein Flugzeug abstürzen und dann keine Ahnung, wie du zurückgekommen bist, da steht einfach ein Jahr später, ne? Ja. Und Ja, ja. ich glaube, da kommt bestimmt doch was. Das können sie so nicht lassen, also. Ja, das wäre ein bisschen ekelhaft Ja, das das Ende. wäre. Die haben das so schön aufgezogen. Mit so einem Ende, damit bin ich nicht zufrieden. Das können Finde sie es eigentlich nicht sowieso so bringen. geil, so ein Open-World-Survival-Game mit so Story-Elementen. Ja, Hammer. das ist echt Aber cool. das Ende bin ich jetzt nicht so zufrieden. Gar nicht. Ja, dann sind wir mal gespannt auf die Vollversion. Und jetzt Aber ich. verstehe ich auch, warum man da drin nicht speichern kann. Ja, genau. Weil da würdest du nicht mehr zurückkommen. Also Wenn du die jetzt nächste das. Planung heißt eigentlich jetzt, weil jetzt haben wir eigentlich das durchgespielte Spiel, dass wir jetzt vielleicht in den nächsten Folgen jetzt noch ein bisschen bauen. Dass wir da ein bisschen besser werden mit dem Bauen und so, dann noch die anderen Höhlen erkunden, vielleicht die Insel noch ein bisschen erkunden. Und dann würde ich sagen, dann war das eh schon die erste Staffel, oder? Sollen wir das an einer Staffel lassen? Schon? Das war jetzt die erste Ja. Staffel, oder? Ja. Staffel 1 zu Ende. Ja, wir haben eine Oder wollen Staffel. wir jetzt noch ein bisschen weitermachen? Weil das ist ja dann. Wir können ja in der zweiten Staffel nicht einfach mittendrin wieder anfangen, oder? Naja, ich weiß ja nicht. Ah, das ist ja Weil wenn wir jetzt schwierig. weitermachen, da überleben wir wieder ein paar Tage und dann ist wieder vorbei. Na, ich würde halt wirklich sagen, zweite Staffel ist wirklich komplett neues Leben, sag ich mal. Also komplett wieder von vorne anfangen. Ja, aber dann, wenn wir jetzt echt lange überleben, dann haben wir hier 150 Folgen in einer Staffel oder wie in einer Nee, ich Playlist, das wäre sag schon. ja, wir können dann auch einfach von uns aus sagen, jetzt ist erste Staffel vorbei, weil jetzt haben wir Okay. alles gebaut, haben alle Höhlen erkundet, Insel erkundet Okay, ja, dann und machen wir dann es so, dann sagen, machen wir normal weiter und genau. dann. Okay, dann machen wir es so. Und Und dann, wenn dann das Spiel ziemlich weit fortschreitet zur Vollversion hin, dann können wir nochmal eine zweite Staffel machen, wo wir dann das richtige Ende hoffentlich dann mal sehen. Wir können ja mal gucken, also jetzt vielleicht weiß ich nicht, ob wir das vielleicht als Video machen können, weil da stand irgendwas, dass wir irgendwas freigeschalten haben. Irgendeinen anderen Creative Modus, Mode, ja. ja. Kreativmodus. Vielleicht können wir da eine eigene Welt erstellen. Ja, mal gucken, was das ist. Schauen wir mal. Jo. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, ich mich auch und Dann sieht man sich hoffentlich wieder bei der nächsten Folge. wo wir wieder weiterbauen und weiter survivalen. Jo. Tschüss. Ciao.